28. Ja, heute haben wir den 28. Oktober 2014. Es ist Dienstag. Ja. Und das ist hier dieser Schlappen, zeig dir mal den Schlappen richtig. Also diesen Schlappen, den hat, wann hast du den gekauft? Ja, Anfang Oktober. Anfang Oktober hat sie den gekauft, also Mitte Oktober war das. Ja. Mitte Oktober gekauft, das waren also vor 2 Wochen ungefähr, ne? Hat sie den gekauft, mal guckt sich das mal an, wie kaputt der hier schon ist. Mach mal auf, richtig. Nicht ganz hier. Das dürfte gar nicht sein. Das ist also schon mehrfach so passiert. Klebe geht einfach ab vom Reinlaufen. Das wird immer doller, ist schon öfter passiert. Da kann man aber sehen, was die heute für Qualität haben. Jetzt muss er hingehen und... Klebe ist da. Ja, muss also Klebe nehmen und den also jetzt hier da. Nehmen wir die Klebe, da muss er also mitmachen, dass das also jetzt geklebt wird. Sonst kann sie den gar nicht mehr anziehen. Da muss der einen Tag liegen bleiben. Ist ja eine Schweinerei. Die werden immer schlampiger, so ist das mit den Hosen auch, mit Schuhe. Gehen kaputt, halten also 2-3 Tage. Hier habe ich ja auch selbst welche. Ganz miese. Die gehen also schon direkt kaputt hier. An den Seiten, wie man sieht hier. Kann man da sehen, da alles kaputt hier. Richtige Schweinerei. Die geht auch schon kaputt. Also. Da, um das nochmal zu zeigen, Riesenschweinerei. Man sollte den Leuten, also die sowas verkaufen und die so kurzlebig sind, sollte man die Schlappen mal rechts oder links hinter die Ohren hauen. Tschüss!